Servusle und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit unserem Nameless. Schön, dass ihr zurück seid. Der große Tag. Das Ziel, die Höhle zu erledigen, die Zipline-Kanone zu holen. Und dann gehen wir wieder hoch zu unserer Plattform. Ich habe mir das alles nochmal so überlegt. Wir werden diese Plattform auf jeden Fall zu unserem Eigen machen. Komme, was wolle. Da gehen wir jetzt nicht mehr weg. Die Insel ist groß genug. Wir wollen ja auch nichts von den Nachbarn, also noch nicht. Aber wir werden das auf jeden Fall durchziehen da oben. Ganz, ganz klarer Fall, egal mit welchen Spielvarianten. Jetzt sind wir durch das erneute Einloggen natürlich in der Lage, nochmal ein bisschen Material zu holen. Ich würde sagen, wir drucken noch ein bisschen Rüstung. Gehen noch einmal zum Hubschrauber. Während ich den Hubschrauber loote, lasse ich meinen Kevlar nochmal ein bisschen Fisch braten, dass wir noch ein, zwei Essen dabei haben. Und dann gehen wir los und machen, soweit wir heute kommen. Und wie gesagt, es geht erst wieder heim, wenn wir oben sind. Das kannst du schon mal essen. Hast du offensichtlich genug in der Tasche? Warte mal. Ja. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Rüstung. Wir haben Pfeile, verschiedene Sorten. Wir sind eigentlich super ausgerüstet. Ich habe auch nochmal die Tastenbelegung mir angeschaut, die ich gestern festgelegt hatte. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir auf der 1 den Schocker haben. Das wäre so die Kampfabfolge. Schocken, schießen. Oder schocken, dann habe ich den auf die 3, weil mit dem können wir, glaube ich, diese Eistänzer, wie ich sie immer nenne, ich glaube, die kannst du stunnen, mit dem müssen wir mal probieren. Und dann haben wir natürlich unsere Axt und so weiter. So, pass auf hier, das ist mir gestern irgendwie aufgefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, als ich das erste Mal hier drin war, ob das dann auch schon war. Ich meine, der Bildschirm war aus, ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Und das ist der Typ, der uns geschlagen hat nach dem Absturz, richtig? Mr. Zhang, Security. C-Grade. Na, wie auch immer. Wir werden den bestimmt irgendwann mal wiedersehen. So, pass auf, ich druck. Genau. Hier sind wir mittlerweile voll. Da können wir nichts mehr einsammeln. Ist aber auch nicht so tragisch. Hier ist nochmal ein bisschen Druckerzeugs. Batterien werden wir gleich nachsammeln. Ja, mein Freund, hier, bitteschön. Nur für dich. Also, pass auf. Ich habe ja gestern schon ein bisschen was vorbereitet. Also, ich war ja noch am Drucken. Ich habe eine, zwei Rüstungen. Wir sollten aber noch mehr Rüstungen nehmen, weil wir brauchen die bestimmt, Leute. So, bam, haben wir eine dritte. Vorbereiten ist doch alles. Also das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Die trage ich natürlich gleich und ich meine, eine hatten wir noch. Und wir speichern natürlich auch im Zelt, in den Höhlen. Ne? Also ich stelle das Zelt dann immer regelmäßig auf, speichere, baue es wieder ab. Jetzt haben wir vier von denen. Das heißt, ein guter Einstieg, falls die Mutanten wieder nachgespawnt sind. Das weiß ich im Moment noch nicht. So, ich würde sagen, wir drucken uns noch eine. Und jetzt habe ich auch schon wieder Batterie verbaut. Und hier lag doch eine. Ne? Dann nehme ich die nämlich gleich wieder mit. Ich habe auf jeden Fall dasselbe Gefühl, was die Höhlen hier angeht, wie in Forest damals. Ich bin unheimlich gerne drin. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wie in die Höhle zu gehen. So, haben wir noch Material. Zack, Nummer 5. Es sieht ganz so aus, als ob wir richtig gut ausgerüstet reingehen. Besser, als wir jemals ausgerüstet waren, seit wir jetzt spielen. 250. Ah, das ist doof. Ich habe nämlich nichts mehr. Das heißt, nach der Höhle gehe ich hier nochmal rein und drucke das dann fertig, ne? Können wir gleich mal gucken, ob das dann erhalten bleibt. So, meine Lieben. Die letzte bauen wir natürlich noch. Eine hiervon. Eine hier. Eine hier. Zack, zack, zack. Wasser haben wir abgefüllt. Wir haben Dosen, wir haben Essen, wir haben eigentlich alles. Und so gut ausgerüstet, nämlich. Ich habe allerdings nur 3 Heilung. Da würde ich mal gucken. Deswegen gehe ich nochmal zum Hubschrauber, weil wir müssen ja eh noch zum Dings laufen. Jetzt bin ich sehr gespannt erstmal, ob sie nach dem Update wieder da sind alle. Ich freue mich schon jetzt auf die Höhle, so ist es nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir das heute in einem Stück durchziehen oder ob wir da erst morgen gegen Anfang der Folge rauskommen. Das würde ich jetzt einfach mal auf mich zukommen lassen. Wie gesagt, ich habe es ja nicht eilig. So, Hubschrauber ist da oben. Nimm alles mit. Hey, wie sieht's aus, Digga? Hast dich mal wieder versteckt? Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Kleiner Tipp von mir. In die Hocke gehen, hast du noch mehr Chancen, dass dich keiner entdeckt. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe. Hier haben wir alles, ne? Kleine Steine haben wir, große Steine haben wir, passt. Okay, Frühling. Der Frühling beginnt also mit ein bisschen Action. Oder mit viel, je nachdem. Vorteil wäre natürlich, wenn sie respawned sind, dass ich nochmal die Chance habe, Mutantenrüstung zu sammeln. Auf dem Weg
Durch die Höhle werden wir bestimmt einiges an Rüstung verlieren. Bisschen gespannt. Der Nameless ist gespannt, hat er gesagt. Und ganz versessen drauf. Endlich eine Höhle, hat er gesagt. Endlich mal. Aber guck mal, zufälligerweise. Aber können wir auch gleich gucken. Alles, was heute noch mitgeht, ist gut. War da noch ein Schrei dabei von den Jungs? Hier, guck mal. Ein großer Moment. Da war noch mal ein bisschen Medizin drin. Und meine Golfbälle habe ich auch wieder. Kann ich im nächsten Winter wieder mit meinen Freunden oben auf dem Eis spielen? Alles. Boah, Alter, da hast du mich jetzt aber wirklich. Dann war es doch ein Schrei. Ist er leicht sauer? Ist ja eigentlich egal, ob der sauer ist. Ich lasse ihn mal jetzt hinter mir hier. Ja, dann war es doch ein Schrei. Ich habe noch überlegt, ne? Junge, Junge. Ey, sag mal, wird's dunkel, oder? Ich dachte, wir haben früh morgens, nämlich. Ah, ne, dann pennen wir nochmal im Baumhaus. Klarer Fall. Von gelbem Baumhaus-Schmackes. So, und jetzt habe ich mir auch überlegt, wir müssen uns, sobald wir zu Hause sind, den Spot nochmal anschauen, ja? Also es ist schon klar, dass das ein Riesengebäude wird. Was heißt ein Riesengebäude? Es wird auf jeden Fall eine coole Base. Und was auch klar sein muss, wir müssen erstmal die Fans... Ach, das sehe ich jetzt Virginia da oben, gell? Wir brauchen erstmal eine ordentliche Defense. Und die aufzubauen, bedarf für mich eine kleine Hütte, auf der ich irgendwo einkehren kann. Und da habe ich mir überlegt, dass wir uns eine kleine Fischerhütte machen, wo Kelvin dann immer schön sich sorgen kann um Fisch. Ja? Und wir im Prinzip bauen können. Und dann ziehen wir uns immer dahin zurück. Das heißt, erstmal einen kleinen Bereich unten am Strand für uns abstecken. Das habe ich mir vorgenommen. Hallo, servus. Kann ich dich schon anheißen, dass du schon mal Fisch holst, während ich penne? Musst du aber nicht, ne? Das musst du einfach für dich entscheiden. So. Du holst Fisch und lässt ihn fallen. Wäre ich dir sehr dankbar. Perfekt. Ist es noch gut? Ich nehme es an. So, und ich gehe jetzt mal hoch, kurz und mach hell. Oh, das kann ich auch hier unten. Brauche ich gar nicht hoch. So, einmal Schläfle. Hat er wahrscheinlich aber noch keinen Fisch besorgt, ne? Wir können ihn ja theoretisch unterstützen, indem ich einfach selber ein bisschen Fisch mitfange. Das ist jetzt so die letzte Maßnahme, bevor es für mich dann... Einer... Wo ist denn der? Ah, da hinten. Nur, dass wir noch wenigstens ein, zwei Essen dabei haben. Das war die Idee. Mehr will ich gar nicht. So, wo habe ich denn das Feuer dahin gemacht? Das war vorne irgendwo, gell? Kann das sein, dass ich das abgebaut habe? Eher nicht, ne? Ich setze einfach ein neues auf. Das kostet ja jetzt nicht die Welt. So, dann werde ich erstmal da reingehen jetzt gleich. Dann machen wir uns die Lichtverhältnisse schön. Speichern und dann geht's los. Dab, dab, da, dab, da, da, dam. Da, dab, 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 da, da, dam. Roher Fisch und roher Fisch. Kelvin, der könnte eigentlich hier bleiben, aber auf der anderen Seite. Hier, ne? Das haben sie auch durcheinander gebracht. Irgendwie. Krass. Ich nehme schon mal... Ich bin vor allem gespannt. Also wir kennen jetzt die Mutanten, die blind sind, meine Eisläufer. Und wir kennen hier mutantentechnisch die kopflastigen Typen mit den Fingern im Mund, ne? So, das war's. Das war's. Kelvin kommt ja sowieso mit. Geh mal los. Wieso länger warten? Wieso länger warten? Ich muss schon fast sagen, die Höhle ist ja schon ein bisschen berechenbarer.
Du weißt halt einfach, dass mit jedem Abschnitt irgendwelche Feinde drin sein können. Da geht's ja auch nicht anders, ne? Da gehst du einfach durch. So, die nehme ich natürlich immer gleich mit, wenn ich was finde. So, die letzte Kiste, bevor es abgeht. Das esse ich noch. Ach, ich habe vergessen zu trinken, gell? Ich vergesse das regelmäßig. Das können wir ja noch kurz machen, da ist ja gleich Wasser. Hallo. Und nochmal. Perfekt. Müssen wir schon essen? Macht das jetzt schon Sinn? Komm, ich esse mal so ein Mal hier noch. Und der rote Balken von unserem Stärkearm, der ist auch bald soweit, ne? Oh, warte mal, nehmen wir das. Dann haben wir wenigstens einmal volle Energie, oder? Trust me, baby. Okay, nehmen wir das dann doch nicht. So, du machst irgendwas. Such Virginia, spiel da ein bisschen. Baba ist bald zurück. Ich hole uns kurz ein cooles Tool. Und Drucker-Dings haben wir wieder, siehst du? So, meine Lieben. Hier sind wir. Erster Speicherpunkt, würde ich sagen, gleich oben. Dann gucken wir erstmal, ob unten, ihr wisst, was ich meine, ne? Ob wir unten alleine sind im ersten Bereich. So, ich sammle alles ein, was hier liegt. Bau unser Zelt hier auf. So, speichern. Höhlenhelligkeit für YouTube einstellen oder geht's weiter? Wir können ja jetzt das hier wieder mitnehmen eigentlich, ne? Wir können das eigentlich wieder mitnehmen und dann entsprechend... Na ja, klar, wenn ich jetzt sterben sollte, komme ich ja eh nochmal hierher zurück, ne? Also pass auf. Gespeichert ist, ich habe es abgebaut. Wir bauen es unten dann frisch auf. Ich habe nicht volle Leben, brauche ich aber nicht, weil ich sehr viel Rüstung habe. Jetzt wäre ich doch der Meinung, wir probieren mal die Taschenlampe. Und den Speer, das war so mein erster Versuch, den ich gerne machen würde. Einfach um zu gucken, ob ich es stunnen kann. Und dann müsste ich auf die 2, richtig? Dass ich mir das gleich nochmal merke, okay. Schädel brauche ich nicht, die Seile würde ich mitnehmen. Wenn sie nicht da sind, umso besser für uns, ne? Fledermäuse sehe ich. Okay, trotz Update sind sie nicht hier, Leute. Oh, das ist aber gut. Also nicht für Rüstung sammeln, aber dann wissen wir wenigstens. Wer ist denn der erste Feind? Ich glaube, einen mit den Fingern hatten wir nicht, ne? Habe ich eigentlich Mollys vollgebaut? Ich habe sogar Medizin voll, aber weißt du was, dann würde ich mir mal eine gönnen, oder? Naja, dann gönne ich mir eine. Die habe ich jetzt nicht mehr drauf, das heißt, die lege ich auf die 6 mal. Ich hoffe, ich merke mir das. Ja, dann haben wir auch noch volles Leben, perfekt. Ja, aber dann speichere ich hinter unserem komischen Typ. Hier habe ich schon mal geguckt, gell? Da geht es nicht durch. Ne, aber ist auch recht so, ich muss da nicht unbedingt rein. So. Und wenn der erste Feind, den wir hier erleben werden... der Typ mit dem Kopf ist, mit den Fingern im Mund. Finger aus dem Mund. Kennt ihr das Sprüchel auch von daheim? So, ich gucke hier einfach nochmal alles durch. Für den Fall, dass noch was rumliegt, was wir unbedingt brauchen. So, jetzt pass auf. Der erste müsste auch gleich er sein. Der dürfte wieder drinstecken. Das war, glaube ich, das letzte Mal auch so, dass der wieder da ist. Ja, ich höre ihn auch schon. Ja gut, aber das kennen wir ja, das Spiel, ne? Na gut. Sind die Bomben auch wieder da? Ja. Ich werde jetzt natürlich kein Risiko-Fisikunde-Malle machen in dem Sinn, dass ich jetzt einfach durchrenne, sondern ich könnte mir vorstellen, dass die hinten dran vielleicht wieder da sind, ne? So, und für den Fall, dass es wirklich so ist, weil ich glaube,
Wenn ich die brennen sehe, fühle ich mich etwas wohler. Nameless, Bogen auf der 2. Schocker auf der 1. So. Nicht wieder die Arme einsammeln. Da stinkt wie das ganze Inventar, Digga. Wie mal angespannt ist. Ich höre genau hin. Na du, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so viel. Dann kriegen wir es vielleicht heute doch fertig. Ich würde es feiern. Falls jetzt nur noch der eine drin ist, wie bekämpfen wir den? Da vorne läuft was. Oh, das Bild hat kurz gestoppt. Ganz das, gell? Ist der tot, der Große? Wie schnell die Rüstung weg ist. Okay, aber ich hab den... Der wabbelt zwar noch, aber er ist eigentlich kaputt. Was haben wir drauf gemacht? Molly und dann mit Oh, ich habe nicht gesehen, dass da noch einer ist. Hat er mich sogar unterbrochen? Beim Rausschnibbeln? Hinten läuft noch mehr, ne? Dann ziehe ich gleich die Rüstung an. Ne, ne, den. Ich glaube, ich schnapp mir mal den. Ist offensichtlich, habe ich den vorhin nicht erwischt gehabt. Jetzt ist er kaputt, ne? Wenn hier jetzt keiner mehr ist, speichere ich hier gleich, ja? Ich überlege gerade, aber ich glaube, das sind einfach die, die hier drin gewesen sind, die Menge. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir letztes Mal... Schauen wir mal. Ich bin gerade am Überlegen, ne, ob wir das letzte Mal auch so viele hier hatten. Oder ob das die sind, die übrig sind vom letzten Mal. Wenn du mich fragst, höre ich schon die nächsten. So. Wie gesagt, wir gehen einfach Abschnitt für Abschnitt. Ich hau die Rüstung drauf. Zack, 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 zack. Die Tierhaut, die brauche ich nicht unbedingt anziehen, oder? Haben wir irgendwas Gravierendes verbraucht, dass ich sage, ich hau da schon mal nach? Mollys kannst du nie genug haben, würde ich sagen. So. Essen, trinken, alles noch soweit okay. Kurz speichern. Und wieder abbauen. Sind wir auf jeden Fall schon mal weiter drin, ne? Ja, ja, baus ab. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da noch welche sind. Ich opfer mal einen so Stäble. Offensichtlich haben wir den Bereich jetzt mal erledigt. Vorne ist schon der nächste von denen wieder.
die da eigentlich? Ich habe ihn da erwischt. Ich bin der Molly-Experte. Wenn du überlegst, wie wir am Anfang gebraucht haben, bis der Bogen, bis man da einigermaßen zielsicher war. Könnte sein, das war es mit ihm. Jo. Ich höre zwar was, aber ich sehe keinen zweiten. Okay, der war gar nicht so schwer, ne? Wenn ich jetzt noch die Mollys immer treffe, dann wird es besser. So, gib mir mal die Taschenlampe kurz und zieh die Rüstung an. Zack. Als oh, Alter, das habe ich gar nicht gesehen. Ist einer irgendwie in einem Kasten drin und die hier, entweder knien die, wollen da rein. Oder die gehen kaputt und nur der ist geschützt oder sowas. Wollen wir mal gucken, ob wir den anstechen können. Ja, aber er lässt nichts fallen. Sehr krass. Alter. Sehr interessant. Rätsel. Ein Rätsel mit der Brezel. So, wo ist der nächste? Und was wird der nächste sein? Ich weiß ja nicht, ob noch was Größeres kommt, ne? Diese Dinger geben dir einfach zusätzlich Spaß, diese Geräusche. Mit der Taschenlampe ist auf jeden Fall bessere Sicht. Vorne krabbelt was. Sobald ich einen Bogen raus sehe, sehe ich es halt nicht mehr. Und ich habe nicht so viel Flares, ne? Oh, das ist wieder was anderes, Leute. Was ist das? Mist, der zieht nicht automatisch das Feuerzeug gerade. Was ist denn das gewesen? Und wo ist es? Alter, was ist denn das? Oh, Alter, ist das unnachgiebig? Kann ich's schocken? Ich glaube, jetzt kommt's. Pfeile ist nicht so das Beste gegen die, glaube ich. Das ist zusammengewachsen. Gut, dass ich meine Pfeile wieder bekomme. Viel besser eigentlich noch, dass ich eigentlich recht gut treffe mittlerweile. Dann brauche ich sie nirgends suchen. Dann sind sie immer gleich da. Ich überlege gerade, ob ich schon mal zwischenspeichere, sicherheitshalber. Weil es ist schon der erste neue. Ich speichere, kenne nichts. Warte mal, ich brauche hier ein bisschen stimmigeres Licht. Ja, grün, die Farbe der Hoffnung. Sie ist bei uns. Oh, ich bin fast mit Rüstung voll. Von denen kommt bestimmt nochmal eins. Stück für Stück. Immer wenn wir irgendwie was gefühlt erledigt haben, speichere ich jetzt einfach. Beim zweiten Durchlauf wirst du wahrscheinlich nicht mehr so oft speichern, wenn man das dann alles kennt. Irgendwie fühle ich mich im Moment mit den Mollys recht wohl. Warte mal geschwind. Vielleicht können wir die einfach nochmal kurz hier draufballern. Zwei Stück kann ich noch. Ich zünd einen an. Und wir gehen wieder ein Stück weiter rein.
Wo ist der nächste? Hier ist wieder dieses Erz, ne? Ich guck vor allem auch schon die ganze Zeit auf die Decke, ob nicht irgendwas von oben runter saust, ne? Babys, Leute. Sind die schneller als früher? Okay, das ist keine gute Idee. Weg, die hauen dir die Rüstung runter, wenn sie noch so drauf sind. Wo ist der Taschenlampe? Hier. Alter, sind die jetzt fit? Super Mini-Hitbox. Ich habe keine schnelle Waffe außer die hier, ne? Ich glaube, du brauchst mehr Schläge für die. Mutantenrüstung haben die keine. Ja gut, die wurden auch nie wirkliche Mutanten. Es waren aber viel mehr, gell? Vielleicht hätte ich sie anbrennen sollen. Aber ich will jetzt die Mollys nicht so rausjagen. Im Moment sieht es noch recht gut aus mit der Rüstung. Ich halt immer gucken, wo ich sie gerade sehe. Der lebt noch. Alter, ist das jetzt übel, wenn die so laufen? Das finde ich aber gar nicht witzig. Schauen Sie nach dem Baby. Wo ist der hingeschwattert? Hier. Ich glaube, eins ist es noch. Boah, der läuft noch auf den letzten Stunden. Es ist weitaus mehr. Ich glaube, da wäre Feuer schon gut gewesen, oder? Ich kann nicht genau abschätzen, immer wo die hinfliegen, die kleinen Säckel. Vielleicht hätte ich sie mit der Axt machen sollen. Aber dann sehe ich wieder nichts, ne? Richtig. Aber doch, der hält die Taschenlampe. Ist kein Zweihandachs offensichtlich. Habe ich euch alle? Okay, so viel Rüstung haben die mir gar nicht runtergeschlagen, wie ich gedacht habe. Der war einfach für das, dass ihr jetzt krabbeln könnt, schneller seid und mehr aushaltet. So. Mein Batterievorrat ist halt auch nicht unbegrenzt, deswegen gönnen wir uns mal ganz kurz eine Lichtpause. Wie ich halt schwören könnte, dass jetzt gleich schon wieder das nächste abgeht hier. Loot. Oh, schön. Hat du, nachdem wir jetzt so rüstungstechnisch so gut ausgestattet sind, könnte ich mir vorstellen, dass wir den Spot jetzt einfach mal nicht speichern. Habt ihr auch immer das Gefühl, wenn sowas passiert, dass ihr dann genau den Moment passiert dann was? So, ein Linser machen wir noch. Ich weiß wie gesagt nicht, wie groß die Höhlen sind. Ich habe mal was gehört von groß. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir halt morgen das dann abschließen. Suchen wir uns jetzt nochmal einen schönen Platz, wo wir speichern. Wobei der hier richtig ideal ist. Sehr unübersichtlich gerade, gell? Bringt nichts. Ich muss ein bisschen Batterie opfern einfach. Ist einfach viel besser zum Ausleuchten. Hier sind wieder so Erze. Problem ist, der Molly ist jetzt nicht an, ne? Du wirst halt abgestumpft bei dem Geräusch. Irgendwann denkst du, ja, es ist eh bloß das Höhlengeräusch. Und dann ist es mal wieder keins, ne? Hier liegen Bretter. Möglicherweise war hier was versperrt. Also ich wette ja, dass es da hinten dran jetzt gleich weitergeht. Was für ein Gang. Leute, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lang die Höhlen sind. Ich würde hier speichern und dann gehen wir morgen weiter.
Ich weiß, es ist jetzt ein Cliffhanger. Ist ein böser Cliffhanger, aber morgen geht's halt hier direkt weiter. Keine Angst, jedenfalls morgen werde ich nicht erst noch ewig vorbereiten. Morgen sind wir schon hier an Ort und Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie lang es noch geht, das Teil hier. Und wann wir wieder zu Hause sind zum Bauen. Ich freue mich jedenfalls auf morgen. Bis dann.